Nierenkarzinome sind sehr seltene Tumoren. Sie machen ca. 3% aller malignen Erkrankungen aus, entstehen in einer oder sehr selten auch zeitgleich in beiden Nieren und sind häufig bei der Diagnose schon, zeigen sie sich schon mit Fernmetastasen, das heißt mit Ablegern in anderen Organen. NET ist die Abkürzung für neuroendokrine Tumore. Das sind seltene Tumore, die in jedem Organ im Körper auftauchen können. Es sind nur etwa 2 bis 3 Personen pro 100.000 und pro Jahr betroffen. Ist immer noch relativ selten, aber zum Beispiel im Magen-Darm-Bereich ist das schon der zweithäufigste Tumor, die zweithäufigste Tumorart, die wir heute kennen. Das sind häufiger, als man gemeint hat. Der häufigste Ort, wo NETs vorkommen, ist der Magen-Darm-Trakt. Es können auch häufig in der Lunge und in anderen Organen auftauchen. Über die Entstehung der neuroendokrinen Tumore weiß man leider noch nicht so viel. Man weiß, dass es so Gemeinsamkeiten gibt in den Zellen. Es sind alte Zellen in der Entstehung, die überall im Körper vorkommen, wo diese Tumoren daraus entstehen. Man weiß, es gibt gewisse familiäre Krankheitsbilder, wo das gehäuft passiert. Aber was genau bei einem individuellen Tumor da passiert, das weiß man nicht in jedem Detail. Aber man weiß dann, wenn sie beginnen zu wachsen, dass sich diese Tumoren eben sehr unterschiedlich entwickeln. Manche wachsen sehr schnell, das ist dann nicht so gut. Manche wachsen extrem langsam und das ist dann eben deutlich besser für den Patienten. Weiter kann man sie auch einteilen, ob es Tumore sind, die spontan auftauchen, ohne speziellen Grund, oder ob es Tumore sind, die in einem erblichen Zusammenhang vorkommen. Da gibt es einige familiäre Formen, die bekannt sind. Und die vor allem dann die Schilddrüse, Nebenschilddrüse, die Nebennieren oder die Bauchspeicheldrüse befallen können. Insulinom, Glukagonom, das sind Begriffe für Tumoren, die Hormone sezernieren. Das sind klassische Beispiele in der Medizin, die wir kennen von neuroendokrinen Tumoren, die eben zum Beispiel Insulin produzieren. Dann sprechen wir von Insulinom. Glukagon ist eines der Gegenspielerhormone, das den Zucker anheben kann. Dann sprechen wir von Glukagonom. Die sind relativ selten. Viel häufiger sind noch andere Formen. Klassischerweise spricht man vom Karzinoid-Tumor, der andere Hormone ausschüttet, Serotonin und ähnliche Stoffe. Aber wie gesagt, noch viel häufiger sind diejenigen, die gar nichts sezernieren. Und das muss man immer denken. GIST-Tumore sind, wie der Name sagt, gastrointestinale Stromatumore. Das heißt, es sind Tumore, welche im Gastrointestinaltrakt entstehen, also im Magen-Darm-Trakt, und nur dort vorkommen. Das etwas unterscheiden zwischen klinisch manifesten GIST, welche der Patient merkt aufgrund von Symptomen, und solchen, die man zufällig entdeckt. Diejenigen GIST, die sich klinisch manifestieren, also wo sie Symptome davon haben, sind extrem selten. Das sind 15 pro Million pro Einwohner. Das heißt, in der Schweiz mit knapp 8 Millionen Einwohnern heißt es in etwa 115 bis 120 Neudiagnosen pro Jahr. Wir wissen auch überhaupt nicht, was sie auslöst. Im Unterschied zu anderen Tumoren, wo wir Risikofaktoren sehr gut kennen, wie Rauchen und Lungenkrebs oder UV-Exposition, also Sonnenstrahlung und Hautkrebs, kennen wir beim GIST die Risikofaktoren nicht. Was wir aber sehr gut wissen, ist, wie sie sich entwickeln. Wir wissen zwar nicht, was es auslöst, aber wir haben heute sehr gut verstanden, was hier auf der Einzelzellebene passiert an Mutationen, dass dieser Tumor entsteht.